Moin und herzlich willkommen zum E-Update, eurem monatlichen VBL-Magazin rund um unser HSV-E-Sports-Team. Seit ein paar Wochen läuft die Virtual-Bundesliga nun wieder und wir wollen einen Blick darauf werfen, wie sich die E-Rot-Hosen bisher geschlagen haben. Auf und ab und zum Schluss noch ein Erfolgserlebnis. So könnte man den November und den 1. Dezember für unsere E-Sportler beschreiben. Starke Spiele wechselten sich mit schwachen ab. Am ersten Doppelspieltag konnte unser Team den 1. FC Köln mit 6:3 bezwingen, musste sich Borussia Mönchengladbach aber mit 1:7 geschlagen geben. Nach einem spielfreien dritten Spieltag setzten sich die E-Rot-Hosen mit 6:3 gegen den VfL Bochum durch. In den nächsten beiden Partien setzte es dann aber herbe 1:7 Niederlagen gegen Leverkusen und gegen Wolfsburg. An den Spieltagen 7 und 8 gab es ein Auf und Ab der Gefühle. Einem 2:5 gegen Hannover folgte ein starker 7:1 Sieg im Derby gegen St. Pauli. In der Tabelle der Nordwestdivision belegen unsere E-Sportler aktuell leider den vorletzten Platz. Allerdings ist alles noch sehr eng und unsere Jungs haben ein Spiel weniger als manch andere Teams. Es ist also noch alles drin. Willkommen zur Stats Corner. Hier wollen wir euch zeigen, wie unsere Jungs so performt haben und eingesetzt wurden. Die meisten Einsätze hatte bisher Leon mit 10 Stück. Auch die meisten Punkte pro Einsatz im 1 gegen 1 holte Leon mit 1,4, knapp gefolgt von Daniel mit 1,3. Im Doppel zeigen sich Leon und Niklas in guter Form, 1,4 Punkte pro Einsatz. Die besten Torriecher hatten bisher unsere Neulinge Sina und Daniel mit jeweils 2 Toren pro Einsatz. In den bisherigen 8 Spieltagen zeigte sich Leon in starker Form. Jeweils 2 Siege und ein Unentschieden im Einzel und Doppel und somit auch den besten Punkteschnitt beim HSV sorgen dafür, dass sich Mr. Finger mit einem OFI, unserem patentierten On-Fire-Indikator von 4,4 von maximal 5, die Krone für diesen Monat aufsetzt. Glückwunsch, lieber Leon! Zum Abschluss zeigen wir euch noch die besten Tore des Monats. Musik aufdrehen, zurücklehnen und genießen. Wir sehen uns nächsten Monat.